Sport wohl jetzt mal. Hallo und herzlich willkommen hier beim neuen Podcast Brennpunkt Internet. Ich sehe gerade, dass ich die Kamera fast runterlatsche. Ist okay. Das sollte nicht passieren. Ich habe mir überlegt, wir stellen uns hier mal vor, damit die Leute, die hier neu dazukommen, die mannigfaltig sein werden, auch wissen, mit wem sie es hier zu tun haben. Ja, wer bist du eigentlich? Ich bin Internet-Koryphäe Robin Nostrabimo. Hallo. Großartig, hi. Na, wer bist du denn? Ich bin Staubsaugervertreter Rino Tanacher, hallo. Oh, das ist aber schön, dich kennenzulernen. Ja, ebenso. Wir machen hier gerade eine Vorproduktion, weil ich ja nicht da sein werde heute, sprich gestern. Ach, ist ja auch egal. Du bist ein busy businessman, muss man so sagen. Man hat's ja nicht leicht. Man hat's nicht leicht als Influencer. Man ist immer unterwegs. Da hat ja die Kelly Mrs. Vlog neulich auch mal ein Video drüber gemacht. Hast du das am Rande mitbekommen? Nein. Dass sie so einen kleinen Nervenzusammenbruch hatte. Ach doch, als sie ihre Karte verloren hat. Genau, und da kommt halt so viel, da hat sie ja auch erwähnt, dass sie nur unterwegs ist auf einem Event, dann auf dem nächsten Event und man hat es einfach nicht leicht. Ich kann es jetzt endlich mal nachvollziehen. Ja, ich finde es auch traurig, wenn du produzierst und es nicht verwenden kannst, weil du die Karte verlierst, aber dann ein Video produzieren, wo du rumheulst, das finde ich halt jetzt nicht so unschädigend. Ja, gebe ich dir recht. Aber was ist denn unser heutiges Thema? Es ist ja nicht Kelly Mrs. Vlog. Wir können ja den Wochenrückblick nicht machen, weil wir hier gerade vorproduzieren. Und da dachten wir uns, hey, machen wir doch mal einen Rückblick auf gute Jahre, die wir hatten, die vielleicht gar nicht so viele sind, obwohl wir schon viele Jahre auf dem Buckel haben. Viele, viele Jahre. Und natürlich, wie in der letzten Folge angesprochen, eine Prophezeiung, eine Voraussage für das Jahr 2019. Wir haben uns extra aus eBay eine Kugel besorgt, in der wir in die Zukunft sehen können, aber nur für ein Jahr leider. Also bitte keine Anfragen, wann ihr sterbt. Außer ihr sterbt noch in diesem Jahr, dann können wir gerne eine Voraussage machen für einen kleinen Patreon-Beitrag. Ja, würdest du das machen, wenn du erfahren würdest, wann du stirbst, würdest du diese Information haben wollen? Das ruiniert ja die ganze Überraschung auch so ein bisschen. Ja, man freut sich ja auch irgendwo drauf. Richtig, ne? Auch für die Familie. Also ich muss sagen, ich will es nicht wissen, weil wenn du es weißt, dann wird es ja sowieso wieder nicht eintreten wahrscheinlich. Wenn du weißt, du stirbst 2022 bei einem Verkehrsunfall, wirst du ja sagen, okay, an dem Tag gehe ich nicht raus und fahre nicht Auto oder fahre keinen Bus. Und dann kommt Andres Amri mit dem Laster an dein Haus reingefahren. Richtig. Ja, so kann es gehen. Nee, also ich glaube, ich würde das auch nicht machen, aber du hast schon recht, wenn man das weiß, du stirbst 2050 an Krebs, dann sagst du dir, naja, ess halt mal einen Apfel mehr am Tag. Oder ich gehe halt zur Vorsorge viel früher zum Beispiel, also es macht keinen Sinn. Aber da sind wir schon beim Jahr 2050, wir wollten ja erstmal in die Vergangenheit schauen. So, vielleicht können wir ganz kurz noch ein Segment machen, bevor wir dazu kommen. Wir sind hier gerade am Mittwoch, Donnerstag, Heute ist Mittwoch. Heute ist Mittwoch. Ja, der Influencer-Lifestyle, ihr habt's ja mitgekriegt, ne? Wir haben es nicht leicht. Es ist heute der Mittwoch, aber ihr hört das erst am Sonntag. Es ist jeden Tag Sonntag, ja, für Influencer. Genau. Jeden Tag ist Sonntag. Für euch Zuhörer ist nur am Sonntag Sonntag, denn da kommt der neue Brennpunkt Internet. Schön. Also, es sind ja trotzdem ein, zwei Sachen passiert und da habe ich hier und da eine Überschrift, die ich mir dann doch noch loswerden will. Außerdem habe ich noch andere kleine Wortspiele und habe mir überlegt, vielleicht kann man auch so eine Rubrik machen. Das ist ja hier so ein organisches Ding, das entwickelt sich von Zeit zu Zeit. Ich kann dir zum Beispiel hier eine Idee pitchen, die mir gekommen ist. Also, es gibt ja Lamas, die spucken ja. Ja. So. Und ich habe mir vorgestellt, ein Lama bei einer Bank, da kannst du hingehen und kannst dir Geld holen als Darlehen. Und das spuckt halt Geld statt Spucke. Ein Darlehen-Lama. Sehr gut, sehr gut. Great minds think penis. Nein, ich denke daran, weil ich gestern zufällig eine Folge gesehen habe von Zimmerfrei mit Harpe Kerkeling. Und da musste er erraten, wie zwei Typen, also ein Bankangestellter und ein normaler Typ, vor einem Lama stehen und der eine dem anderen das leihen will. Ach, tatsächlich. Und dann kam halt raus, Dalai Lama. Mm. Und deswegen war das in meinem Kopf gerade verankert. Ja, okay, dann löschen wir das ganz schnell bitte wieder, weil damit möchte ich nicht in Verbindung. Das ist ja viel zu schlecht. Gut, machen wir was viel Besseres. Das ist viel besser. Was viel Besseres. Achtung, wenn du nicht Nazi sein willst, nicht Punker sein willst, aber trotzdem so geile Stiefel haben willst, bastelst dir einfach so ranziges Zeitungspapier als Schnürsenkel rein und hast Axel Springer Stiefel. Ach toll. Aber dann Bild-Zeitungs-Schnürsenkel. Ja, natürlich. Ja. Ranziges Zeitungspapier. Ja, das war nur so kleine. Eine völlig neue Jugendkultur entsteht. Ich habe mir noch einen allerletzten, nee, einen vorletzten, sorry, ich war richtig. Tu es. Ich war richtig gut dabei.
ich habe eine Marktlücke entdeckt. Durchsichtige Flaschen. Die heißen dann Camouflagen. Nein. Doch. Okay, und da kam auch keiner auf diese Idee. Es ist ja traurig. Okay, und der allerletzte Pitch ist einfach nur ein Wort, das für den aktiven Sprachgebrauch sehr wichtig ist. Wenn nämlich das Internet mal nicht funktioniert, kennt man ja in der Wohnung, man sitzt rum. Ständig. Hey, das WLAN funktioniert nicht. Auf dem Klo gerade, ja. Ja, wie soll man das nennen? Man kann ja nicht sagen, ich bin jetzt traurig, weil Internet ist viel zu lang. Es entsteht eine WLAN-Kolie. Oh. Das übernehme ich in meinen Sprachgebrauch. Sehr schön. Gut, das war's dann auch mit meinen Wortschöpfungen. Dann habe ich noch ganz kurz hier eine News aus Ruanda. Und da hatte ich hatte erst eine gute Überschrift, weil Leute, ihr hört vielleicht den Podcast das erste Mal. Wir haben hier die geile Angewohnheit, unsere krassen News mit catchy Überschriften anzukündigen. Vor allem du. Und ich dachte mir so, diese Überschrift, die ich da habe, die kommt vielleicht irgendwie rassistisch rüber. Ich hatte als erstes, Gleichi sagt Ruanda Rausi aus meinem Landa mit der Bleichi. Da steckt noch ein ganz schlechtes Wortspiel mit Ronda Rousey drin, diese Martial-Arts-Kämpferin. Inzwischen WWE-Kämpferin übrigens. Ah, das stimmt. Hatte ich tatsächlich irgendwann mal gelesen. Ja. Du und dein Wrestling. Können wir auch nochmal Exkurs machen. Kann ich aufhören. Ja, und dann habe ich darüber nachgedacht, habe gesagt, nee, machen wir nicht. Habe ich einen kleinen Reim gemacht. Egal durch welch Land sie streunen, der Mensch sträubt immer. Alter, was ist denn hier los? Ich nehme kurz den Penis aus dem Mund. Alle Krebs haben Karrenhauer. Tino, kannst du den bitte wieder einpacken? Ja, ach so, die Postkarte geht übrigens an Severus Mad-Eye. Der Sack. Der macht ja aber auch bei jedem Scheiß mit. Ich blende es jetzt mal kurz ein. Bitteschön. Annegret Kamm-Karrenbauer kennt Annemai Kantereit. Annemai Kantereit kennt Annegret Kamm-Karrenbauer. Wir hatten nämlich ganz, ganz geile Ideen das letzte Mal. Unter anderem einen kleinen Zungenbrecher, den ihr gerade eben gehört habt, einsenden zu lassen, wer das jetzt am schnellsten sagt. Jetzt kommt der sagt. Nächste quasi. Genau. Das war's. Und der Gewinner ist Mad-Eye. Er hat es am schnellsten geschafft. Er kriegt eine Postkarte. Ganz großartig, du Sau. Der schmuggelt sich überall mit rein, ey, ohne Spaß. Egal. Mein Reim ist, egal durch welch Land sie streunen, der Mensch träumt immer vom Gleichen, die Weißen wollen sich bräunen, die Braunen wollen sich bleichen. So, in Ruanda wurde nämlich jegliche Form von Bleichmittel verboten, käuflich zu erwerben. So. Also frei verkäuflich oder überhaupt? Darf man sich nicht mehr bleichen lassen vom Arzt? Das weiß ich nicht, aber es gibt sie auf jeden Fall nicht mehr zu kaufen. Es wurde verboten, ich weiß nicht, wenn man jetzt das im Internet bestellt, ob das auch so schlimm ist, aber das fand ich erstmal interessant. Dann dachte ich mir, es ist schon echt lächerlich, dass die weißen Leute unbedingt braun sein wollen und die braunen Leute wollen unbedingt weiß sein. Ja, die Asiaten wollen ja auch gerne groß blond sein und große Augen haben. Ja. Und ich kann es verstehen. Bei dem wir sind halt auch die Herrenrasse, ne? Gerade wir beide. Nee, das Ding ist, mir ist dann aufgefallen, dass sich vielleicht so ein bisschen geschiftet hat auch. Anhand der Arbeit. Früher waren ja die armen Leute draußen immer am Arbeiten. Ja. Da war es auch ein Idealbild, sehr helle Haut zu haben. Ah. Der Adel hat ja nicht gearbeitet, war ja nur drin. Ha. Und heutzutage ist aber die Arbeit überwiegend drin. Ja. Und jetzt wollen sie wieder alle gebräunt sein. So. Oh Gott. Ja. Das ist doch wie in Afrika. Die dicken Frauen sind doch da auch sehr beliebt, weil das ja unbeleibt, weil es ja für Reichtum steht. Ja, die Frau kann sich viel leisten, sie kann viel essen. Und da sind dicke Frauen angesagt. Also liebe XXL-Frauen, die gerade zuhören. Macht kommt, weiter. Genau. So. In Afrika findet ihr eure große Liebe spätestens. Ja, das nur als interessante Nebenanekdote. Dann, ich weiß nicht, hast du noch irgendwas, was bei dir passiert ist? Ich fand diesen Simon Desue-Skandal gerade sehr spannend. Ich hab's bestimmt. Der hat ein Video wohl gemacht, wo er mit Falschgeld bei Mediamarkt oder Saturn oder sowas kauft. Und jetzt haben sie tatsächlich eine Fahndung gemacht und seine Wohnung ausgeräumt. Ja, und stimmt. Ermitteln jetzt wegen Falschgeld. Obwohl links oben wohl stand im Bild, dass die Handlung frei erfunden wäre. Ja. Und sogar die Geldscheine sind sogar mit so Sparkassenbändern umwickelt. Ja, deswegen hatte ich ja auch schon Probleme. Das ist ja trotzdem tricky, wenn du vortäuschst, eine Straftat zu tun. Richtig. Dann ist es ja trotzdem eine Straftat, was ein bisschen lächerlich ist, aber auch klar gerechtfertigt irgendwo. Ja, hatte ich auf jeden Fall auch schon meinen Zwist mit der Polizei, aber in der Regel ist das dann auch nichts Ernstes. Also selbst wenn jetzt rauskommt,
Es ist jetzt muss er Strafe zahlen, das wird wahrscheinlich nichts Großes sein. Das wird ihm auch nicht wehtun. Also es wird auch garantiert kein Falschgeld sein. Das ist auch gerade ein großer Trend auf YouTube, dass so richtig schlecht gestagte Sachen gemacht werden. Es gibt da noch einen Typen, Sky Guy zum Beispiel, der staged seit ungefähr, weiß ich nicht wie vielen Monaten, dass ein Hater ihn immer wieder zu Hause heimsucht und dann ganz dubiose Sachen macht und eine Scheibe einschlägt. Man merkt halt, wie schlecht es. Und am Ende war es seine Mutter. Nee, also es ist halt einfach irgendein Typ, der sich ausgibt als der Hater. Aber klar, wenn du 12 bist, glaubst du das alles. So. Und da muss vielleicht auch YouTube irgendwie nochmal einen Hebel umlegen, dass bei solchen Sachen klarer wird, dass du einfach das kennzeichnen musst, nicht nur wie Werbung, sondern auch... Auch als Fake. Auch als Fake kennzeichnen oder als Inszenierung. Wobei ich da vorsichtig bin, auch der Postillon sollte mal... postiluieren, wie sagt man, postillieren, dass sie Satire sind. Und ich finde es immer schwierig, wenn man vorher sagt, Vorsicht, Satire, jetzt kommt was Lustiges. Ja, das stimmt. Der Spaß ist ja, dass sie es nicht wissen, die Menschen. Satire, ja, das ist natürlich schwer auseinanderzuhalten. Man kann aber vielleicht bei der Simon Desue-Sache nicht unbedingt sagen, dass es Satire ist. Nein, das, auf keinen Fall. Wenn es wirklich einfach nur Schauspiel oder, wie gesagt, Inszenierung ist. Aber da stimme ich auf jeden Fall zu, das ist ja... Ich bin auch schon bestimmt 8-mal angezeigt worden und ich kam immer durch das Argument der Kunstfreiheit und Satirefreiheit immer raus. Ja, gut. Volksverhetzung, Beleidigung, alles feingelassen. Verleumdung von Bernd Höcke übrigens höchstpersönlich, alles feingelassen worden. Danke, liebe Kunstfreiheit. Ja, gut, dass wir das haben. Gut, es ist noch eine andere Sache passiert, aber wer interessiert sich schon für Leute, die in Thailand sind? Ich habe die Überschrift absolut thailandslos. Ja, keiner interessiert sich dafür. Da ist nämlich eine 18-jährige junge Frau, Rahaf Mohammed Al-Kunun, wenn ich es jetzt richtig ausgesprochen habe, mit ihrer Familie hingeflogen und wollte dann aber vor ihrer Familie fliehen. Eine muslimische Familie. Ja. Und deswegen ist es gerade auch in den internationalen Medien ganz groß. Und tatsächlich Kanada selbst sich eingeschaltet und Thailand gepressured, nicht sie quasi freizugeben. So, dass sie quasi in Thailand geblieben ist. Aber wovor flieht Familie, sie denn? Vor ihrer Familie? Sie flieht oder? Vor ihrer Familie. Sie will quasi vom Glauben abtreten und so heißt es, fürchtet, dass sie umgebracht wird, wenn sie jetzt zurück in ihr Heimatland fliegt. Ja, mir ging es ähnlich. Ich bin ja auch ausgetreten aus der Kirche und musste 30 Euro bezahlen. Ja. Kennt man, ne? Finde ich vergleichbar. Deswegen lass uns nicht über ausländische Sachen reden. Hier vor Ort ist es viel schlimmer. Oder Religion, ja. Ja. Nee, aber fand ich immerhin bemerkenswert. Dann noch eine kleine Sache, weil wir gerade noch bei YouTube waren. Ja. Yo Olli war ja groß in den YouTube-Medien. Hast du gar nicht... Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Es ist so ein Typ, der angeblich, also ist, glaube ich, nach wie vor nicht bewiesen, aber mit Minderjährigen die ganze Zeit verkehrt. Wie Lord Abaddon. Ja, der Lord Abaddon unserer Zeit, sehr schön. Ah ja, schön. Und da habe ich jetzt hier durch meine werte Mitbewohnerin Lulli mal in seinen Snapchat-Account reingeschaut. Und es war wirklich großartig, was ich da so gesehen habe. Er hat da so Brüste geknetet, wo ich auch überrascht war. Ich dachte, Snapchat, Privatnachrichten, Dickpic ist okay, aber so öffentlich, dass man da Brüste kneten kann. Die waren noch eingepackt, aber sie waren, also im Prinzip hat man alles gesehen. Die Nippel waren verdeckt, aber so. Und dann hat er halt extra betont, oh, habe ich hier eine, die ist gerade erst 18 geworden und so. Also ist tatsächlich ganz interessant. Da gab es halt eine riesen Hate-Welle gegen den Kunden. Warum macht man sowas? Verstehe ich nicht. Brüste kneten? Ja, doch, das schon, aber vor Snapchat verstehe ich nicht. Also ich glaube, dass das halt sein Ding ist. Damit profiliert er sich. Ich weiß nicht, wie viel davon auch Inszenierung ist, wie viel er wirklich Follower hat, die das dann geil finden, wenn er ihn besucht. Und quasi von einer gekneteten Brust zur nächsten geht. Ja. Und er hat auf jeden Fall da eine gute Followerschaft. Auf YouTube läuft es nicht mehr so gut. Und wie gesagt, das Video noch von ihm? Wie, das Knete-Video? Ja. Also jetzt gerade auf Snapchat nicht. Das ist ja immer nur 24 Stunden. Ach, hätte mich aus investigativen Gründen schon interessiert. Ich bleib da auf jeden Fall dran. Ja, bitte. Ich habe ja selbst kein Snapchat mehr. Mein Handy schafft das nicht. Na, ich habe doch einen Account, aber ich komme nicht mehr rein. Ich habe mein Passwort vergessen. Auch den Namen, keine Ahnung. Ja, naja, ich halte dich auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ja, bitte gerne, bitte gerne. Gut, das wäre es dann erstmal an stichhaltigen Sachen, die wir haben, wie gesagt, wir haben ja Mittwoch, es ist ja noch nicht zwei. Es ist nicht viel passiert in der Woche bisher, außer dass so ein paar Rechte zusammengetreten worden sind, angeblich, aber das kann man, glaube ich, außer Acht lassen. Okay. Ist ja in der Vergangenheit doch passiert. Ja. Okay, na dann kommen wir doch zu unserem Hauptthema, nämlich erst, oder das zweite Hauptthema haben wir einmal den Rückblick. Richtig. Und dann das Vorausschauen. Und die schönsten Jahre der letzten Jahre, kann man sagen. Goldene Jahre. Goldene Jahre, richtig.
Was ist denn dein güldenes Jahr Nummer 1? Also zum Beispiel für mich war das Jahr 2013, also persönlich, sehr bedeutend, weil ich da den Entschluss gefasst habe, Vegetarier zu werden zum Beispiel. Ich habe da kein Fleisch mehr gegessen. Ich bin in die Partei eingetreten und, also in die Partei, deren Namen wir nicht nennen wollen. Ja. Und ich habe gelernt, Wäsche zu waschen. Oh. Ich bin nämlich in diesem Jahr ausgezogen und kam in meine Wohnung und hatte halt Waschmaschine, alles da, war halt eine WG. Dann dachte ich, geil, ich versorge mich jetzt selber, aber wie wäscht man eigentlich Wäsche? Wie hast du das denn gemacht, als du ausgezogen bist? Wie war das bei dir? Also, es ist ja ein Prozess. Ich glaube, auch bei dir ist es ein Prozess gewesen. Man macht ja nicht einfach einmal Wäsche und dann hat man's, weißt du? Da kann man so viel Feintuning machen. Man kann den Hebel nach links drehen, man kann den nach rechts drehen. Ja. Bei unserer neuen Waschmaschine ist mir aufgefallen, wenn man ihn nach rechts dreht, funktioniert sie nicht. Nee. Man muss den immer nach links drehen. Bei mir nach rechts. Vielleicht habe ich es auch verwechselt, vielleicht wasche ich auch gerade falsch. Ja. Deswegen kommt die immer so trocken und schmutzig raus. Immer so, ja. Ja. Mhm. Und ja, also Wäsche waschen ist schon ein großes Thema bei mir. Das war's auch. Ich habe echt lange überlegt, ob ich nicht einfach in der Wäscherei gehe und die immer waschen lasse, mir das einfach gönne finanziell. Aber das war mir dann doch zu aufwendig und auch zu weit. Und wenn ich gefragt habe, machen sie auch Unterwäsche? Nee, machen wir nicht. Machen die nicht. Also es dauert halt ewig. Die meinten, die machen deine chemische Reinigung. Und so verzweifelt war ich, ja. Und dann haben die gesagt, das dauert 2 Wochen, bis das dann gereinigt ist. Und da habe ich dann gesagt, na gut, ich mach's selber. Das war dann nach deinen ganzen Tinder-Geschichten, deswegen mussten die Unterhosen chemisch. So ist es, so ist es halt, ja. Und dann habe ich halt durch YouTube gelernt, wie man Wäsche wäscht. Hätte auch Mutti fragen können, aber ich dachte, ich bin jetzt erwachsen, ja, ich bin ein Mann, ich mache das alles alleine jetzt. Ja, also muss ich tatsächlich sagen, Mutti hat mir das beigebracht, da war ich noch nicht mal ausgezogen. Aber ich meine, Wäsche waschen, ne? Wer macht das schon? Das macht eigentlich keiner. Machst du das auch so, dass du immer so einen richtig fetten Klumpen hast und dann erst wäschst? Oder machst du das tatsächlich regelmäßig? Ich warte, bis es sich lohnt tatsächlich. Ja, genau. Also das ist auch umweltschonend und ich trenne auch Farbiges von Weißen zum Beispiel. Das finde ich auch in der Gesellschaft wichtig. Ja, ja. Oder auch, wie sagt man, Badetücher bei 60 Grad zum Beispiel. Da kann man so viel falsch machen, ja. Also, liebe Leute, bevor ihr zum ersten Mal Wäsche wascht, informiert euch. Ja. Ich habe auch schon Sachen von mir vernichtet. Zum Beispiel einen Wollschal, den ich von meinem Opa geerbt habe. Er war halt aus Wolle und war schwarz-braun kariert. War sehr schön. Ich weiß gar nicht, wie alt er war. Der Opa? Den habe ich, doch, der, nee, auch nicht mehr. Der wäre jetzt 100, glaube ich, ungefähr. Und ich habe diesen Schal ruiniert. Ich kann den nicht mehr tragen. Der ist jetzt total eingelaufen. Man erkennt kein Muster mehr. Das ist wirklich schade. Lass uns schnell über was Positives reden. Es hat keiner so sehr gelitten wie ich in diesem Jahr. Ist noch mehr Positives bei dir 2013 passiert? Nein. Okay. Dann will ich nur ganz kurz für mich das früheste Jahr erwähnen, 2004. Das erwähne ich immer mal wieder, denn das ist für mich das beste Gaming-Jahr gewesen. Da sind nämlich Spiele rausgekommen wie Metal Gear Solid 3, Half-Life 2 und GTA San Andreas. Ja, das San kennst Andreas, du nämlich auch. Oh Gott. Da können wir nämlich beide wahrscheinlich drüber reden, die anderen Spiele vielleicht nicht ganz so sehr. Ich muss auch sagen, als es frisch rauskam, Metal Gear Solid 3, habe ich es noch nicht ganz so wertgeschätzt, aber mittlerweile ist es ja mein absolutes Favoritenspiel. Das ist auch so ein Shooter, ne? Es ist ein Shooter, du bist im Dschungel, aber es ist viel mehr als das. Den Typen, der das gemacht hat, den habe ich damals auch in Tokio getroffen. Hideo Kojima, der ist halt, der hat so ein Brain dran, weißt du? Der hat da sich so eine. Sie ist vielleicht nicht. Also gut, sie ist schon ausgeklügelt. Sie ist natürlich auch ein bisschen schwulstig kompliziert gemacht, so. Aber es ist trotzdem so genial, wenn du da komplett drin steckst. Da gibt es so viele Details. Aber ich fange schon wieder an mit Schwärmen, du. Ich fange schon wieder an. GTA San Andreas. Das ist definitiv das Spiel, was ich an dem Jahr nur also gezockt wirklich, habe. Wirklich, ich auch. Also ich saß so viele Stunden vor der PS2 damals noch. Eieiei. Und jetzt stehen wir kurz vor PlayStation 5 schon. Oh Gott. Das ist echt der Hammer. Ich dachte, die PS2 darf niemals alt werden. Und dann kamen die Wrestling-Spiele ja auch jedes Jahr auf die PS2 raus. Und San Andreas, dann hat man die Cheats entdeckt. Ja, dann konnte man fliegen mit Autos und unsterblich sein. Zu zweit spielen. Das wollte ich gerade sagen. Ja. Zu zweit spielen, das war eine Offenbarung damals. Ja, absolut. Ja, gar nicht. Also, das auch nochmal, das in der heutigen Zeit, wir sind ja hier Brennpunkt Internet, durch das Internet wurde das halt ein bisschen weniger, so wie ich das wahrnehme, dass einfach Leute auf der Couch zusammen Koop-Spiele spielen. Ist jetzt wieder ein bisschen mehr, so die letzten 10 Jahre war es wahrscheinlich weniger als jetzt die letzten 2. Kennst du noch die LAN-Partys früher? Ja, so LAN-Partys sind halt nicht mehr nötig, wenn jeder jeden Porno hat. Ja, so, ja, klar. Weißt du, das war ja der Hauptgrund für LAN-Partys. Ja. Also ich habe nie aktiv teilgenommen an solchen LAN-Partys, aber in meinem Heimatdorf gab es immer so einmal im Monat so ein Treffen von allen Jugendlichen. Ja. Da war ich halt mit zum Zugucken so und die haben Counter-Strike gespielt. Die hatten ihre PCs verbunden miteinander. Das war total
jüngere Zuschauer, die das jetzt die hören, denken sich jetzt, was? Disketten gab es damals mal und CDs. Und Schnee. Ach nee, Schnee gibt es ja jetzt wieder. Heute ja, heute hat es geschneit. Ja, also das nur zu 2004, das war, wie gesagt, nicht weiter erwähnenswert, was mein Leben anging wahrscheinlich, aber gamingmäßig, du Heidewitzka. Dann das erste große Jahr für mich, 2006, ja, ganz großes Jahr. Habe ich auch. Männertag, ja, das ist doch schön. Männertag 2006, weißt du, was du da gemacht hast? Ich glaube, da war ich mit meiner damaligen besten Freundin unterwegs, tatsächlich, aha, zu zweit. Saufen, kotzen. Nein, ich habe damals schon wenig getrunken, also heute ja gar nicht mehr. Und ich hatte so meine, was war das denn, Cola-Bier-Flasche und habe ich dann den ganzen Tag rumgetragen mit mir als Alibi, dass ich halt trinke, aber halt nicht viel trinken muss. Wir haben nämlich nichts dergleichen gemacht. Wir haben eine Skatehalle aufgebaut. Das war damals der Startschuss für uns, unsere Skatehalle zu bauen. Wir haben da so eine alte Halle gefunden neben einem verwüsteten Haus und haben da angefangen zu bauen. Und wir waren da bestimmt bis 2011 so mindestens dreimal die Woche. Das habt ihr besetzt quasi. Das war unser besetztes Haus. Nice. Das war, also das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, mal ein Haus zu besetzen. Ja, ja. Auf einem alten Gelände oder so. Auch die noch bewohnt sind. Genau. Einfach einbrechen und der Rest ergibt sich dann schon. Wenn sie euch rausschmeißen, sagt ihr einfach, das sind Nazis, ja, die euch rausschmeißen wollen. Und das Beste daran war tatsächlich nicht unbedingt das Skateboardfahren in der Halle, sondern autonom da alles aufzubauen. Autark leben, ja. Einfach nur ein Stück Holz nehmen, irgendwas drunter stellen, zack, fertig, Rampe. Ja? Das war wirklich das Beste. Ja, der Prozess, das ist sicherlich faszinierend, auch wenn alles steht und ihr zum ersten Mal wirklich skaten könnt. Ja. Stelle ich mir schön vor, aber ich war nie so unser Handwerker. Ja, wir auch nicht, aber das kommt dann von ganz alleine, du hast da richtig Bock drauf. Kann ich auch monatelang von schwärmen von der Zeit, also wirklich, wir sind auch nach hinten raus immer professioneller geworden, sprich, wir haben immer mehr geklaut und immer weniger Müll verwendet. Ja. Also gute Zeiten auf jeden Fall. 2006, warte mal. Da war mein erster großer Auftritt vor vielen Leuten. Also ich bin ja schon als Kind aufgetreten bei Faschingsvereinen und so. Aber 2006 hatten wir so ein ganz großes Dorffest. Und da ist jemand ausgefallen. Und da hieß es, sag mal, Tino, kannst du irgendwas? Da habe ich gesagt, nein. Gut, dann hast du heute einen Platz frei in der Show. Und da bin ich vor bestimmt 300 Leuten aufgetreten. Und dachte, musst du überlegen, was kannst du denn eigentlich? Hatte eine halbe Stunde Zeit, bin nach Hause gefahren, hab meine Falco-CD aufgehoben. Ich imitiere einfach Falco. Hab mir Haargel genommen, mir die Haare nach hinten gegelt, eine Sonnenbrille von meinem Vater genommen, den Jugendweihanzug meines Bruders angezogen, der mir viel zu groß war, und bin als Falco aufgetreten vor vielen Leuten. Und dann kam so viel geiles Feedback, ich habe auch die Aufnahme noch, großartig, dass ich dachte, das macht mir voll Spaß. Das können wir ja mal als Special nehmen. Wenn du die Aufnahme noch hast, können wir ja mal anteasern. Auf VHS. Auf VHS, das kriegen wir ja auch digitalisiert. Ja, ja. Oder wir filmen es ab hochprofessionell. Ich bin ja hier vom Internet, ne? Ich bin ja Experte, was Webvideoproduktion angeht. Wir filmen es einfach vom Bildschirm ab. Klar. Und das machen wir, wenn der Podcast hier das erste Mal... Bei 500 Likes veröffentlichen wir die alte Aufnahme. Ah, du hast das YouTube-Game verstanden. Lass uns schnell von dieser Situation wegkommen und ich sag noch kurz was zu meinem 2006. Kurzes Beispiel noch, das hatte ich hier noch extra aufgeschrieben, weil wir, wie gesagt, hier und da auch mal was mitgehen lassen haben. Du hattest dieses vortrefflich angesprochen, gerade eben im Vorgespräch. Ja. Da gab es damals auch so ein Rail zum dran grinden. Ja, das haben wir da weggeklaut. Wir waren 15, Leute, vergebt uns. Ja. Das ist verjährt. Das ist verjährt. Nach 10 Jahren hat man Dinge ersessen, ja, das Ersitzen. Wenn nach 10 Jahren keiner nachfragt, ist es offiziell deins, wenn du es geklaut hast. Ich glaube nicht beim Klauen. Und ich darf jetzt nichts falsch erzählen. Ich glaube, es ist nicht beim Klauen, sondern wenn dir jemand was leiht. Ach so. Und es dann nicht zurück will. Ich wollte gerade sagen, bei Kindern 10. vielleicht, irgendwann hören sie auch auf zu fragen. Ja. Vielleicht. Das könnte sein. Und wir haben das geklaut, sind erstmal mit diesem Ding quer durch unser altes Dorf gelaufen, haben übelst Panik geschoben, hatten das dann da, haben es umgesprüht und so. Und dann kam irgendwann der Typ, der da gearbeitet hat, der Betreuer, uns mal besuchen in unserer Halle. Und wir haben ihn von Weitem kommen sehen. Ach du Scheiße, da ist er jetzt, ne? Halt ihn auf, Nils, halt ihn auf, ich lass das Ding verschwinden. Und Nils redet halt mit ihm, ne? Geiler Typ, geht hin zum, der Jörg war das, der gute Jörg, geht hin zum Jörg und sagt, ja, Jörg, guck mal, wie schön wir hier die Halle gemacht haben und so. Und im Endeffekt, vor der Halle stand, aufs Dach so fokussiert, aber genau durchs Fenster hat Jörg genau gesehen, wie ich dieses Rail so aus der Halle rauswerfe, um es zu verstecken. Wir hatten hinten so ein Loch. Also es war super scheiße. Ja. Er hat sich nichts anmerken lassen, weil wir waren halt Kinder und mein Gott, ihm war es ja auch egal, ob
das Rail jetzt da benutzt wird oder dort. Aber das war auf jeden Fall ganz witzig. Und eine Sache ist noch passiert 2006. Ich habe nämlich mein allererstes Video geschnitten, tatsächlich. In dem Jahr war das? Mein allererstes Video, das war mit Windows Movie Maker an dem Laptop von Nils. Ja. Ganz altes, ranziges Ding. Und pass auf, jetzt kommt's. Mein allererstes Video habe ich auf Musik von Lanza geschnitten. Ja, erst Jugendclubs ausrauben und dann Neonazi-Musik hören. Ja. Ja, wir haben halt kurz vorher, mein Bruder war in der Gerber immer am Punker sein und hatte irgendwann mal so eine CD zugespielt bekommen, haha, ironisch Lanza hören und so. Und die habe ich mal gefunden bei ihm. So, und dann haben wir uns dann natürlich immer Lanza gepresst. Lol, guck mal, jetzt machen wir ein Skate-Video und machen die Musik dahinter. Ist halt nie veröffentlicht worden, natürlich. So, aber mein allererstes Video 2006 geschnitten und zu Lanza-Musik. So, und da haben wir nämlich jetzt so einen Punkt, wo wir so eine kleine Reibungsfläche haben. Das findest du ja nicht so gut, dass ich ironisch Lanza höre. Nein. Natürlich, lieber Verfassungsschutz. Das ist natürlich alles nur Quatsch, was ich hier erzähle. Es ist frei erfunden. Ja. Wie Simon Desius Geschichte auch. Genau. Nein, also wie gesagt, auch bei zum Beispiel Freiwild, ja. Es ist halt eine Band, die kann ich mir nicht anhören, weil die für mich stigmatisiert sind. Also ich finde sie auch musikalisch einfach schlecht. Aber auch wenn ich wüsste, das wären übelst die linken Leute, würde ich die auch nicht hören wollen, weil das für mich so ein Stigma hat. Und ich kann halt auch Rechte, sobald ich erfahre, dass irgendwelche Leute rechts sind, höre ich die nicht mehr oder mag die nicht mehr. Das ist in mir verankert. Du kannst also Kunst nicht vom Künstler trennen. Manchmal schon, aber ich weiß ich nicht. Muss ich natürlich auch dazu sagen, ich will die jetzt auch nicht zu sehr hochloben, also fast jedes Lied von Lanza ist einfach super scheiße produziert, aber wie gesagt, ich kann es irgendwie ironisch lustig finden. Eine Sache, gerade, ja. Die haben tatsächlich mal ein Cover von, ich glaube Motorhead, ich will jetzt nichts Falsches sagen, also nicht ein Cover, sondern die Melodie geklaut und da finde ich deren Version wesentlich geiler tatsächlich, da knallt das Riff einfach viel mehr. Ja, aber Motorhead sonst, ist ja jetzt auch keine total virtuose Musikband so. Ja, gewesen. Das stimmt. Ja, aber sonst, wie gesagt. Kunst und Künstler drin ist sehr schwierig, also bei ich habe auch überlegt, bei Kevin Spacey zum Beispiel, der will ja auch wieder Frank spielen von House of Cards. Will er, oder? Will er okay, machen. Okay, ja. Da habe ich nämlich auch nichts Neues von. Ob man das kann, muss jeder für sich entscheiden, aber Sleipnir oder Lanza sind für mich so tief in der rechtsextremen Szene verankert, natürlich, dass ich die nicht hören kann. Aber da ist vielleicht noch was anderes, als wenn du sagst, Freiwild stigmatisiert und so. Da ist ja, also bei Lanza ist ja alles klar. So. Ja. Und ich mache mich eher darüber lustig, dass Leute diese Texte wirklich ernst meinen, weißt du? Das ist halt der Punkt. Natürlich gibt es auch ein paar, wo ich ja sage, okay, klar, wenn sie es ernst ist, jetzt auch nichts weiter Spektakuläres. Ich nenne immer wieder dieses Beispiel, das ist das einzige Lied, was ich erwähne, namentlich ist Arisches Kind, wo es halt wirklich geht, du bist die Zukunft, in deiner Wiege liegt die Zukunft der Welt und so. Wie man das wirklich ernsthaft sagen kann, dass dir das so, da liegt der heilige Gral begraben in Leuten, die blaue Augen haben. Das eine ist ja, ob man das ironisch mit Freunden hört, ja, wenn das mal anmacht, so rumdanzt, wir sind Nazis. Ja. Das andere ist, ob man das privat für sich über Kopfhörer im Bus hört, so. Ja, das mache ich, glaube ich, nicht. Das ist auch der Unterschied. Also, kann ich mich nicht erinnern, dass ich das schon mal gemacht habe. Ich höre zum Beispiel manchmal ironisch Tokyo Hotel im Bus, weil meine Kopfhörer manchmal so durchlässig sind. Und wenn neben mir jemand sitzt im Fernbus, dann mache ich ganz laut Tokyo Hotel an, höre die einfach durch den Monsun, weil ich wissen, wie der reagiert. Zum Beispiel. Aber Tokyo Hotel finde ich halt schlimmer als Lanza. Das ist ja keine Frage. Nee, aber gut, dass wir mal drüber geredet haben. Wir müssen da ja auch nicht genau einer Meinung sein. Ich will auch sagen, Freiwild und Onkel zum Beispiel, ich bin kein Hater von denen, die sind mir einfach egal. Okay. Ich finde, das sind keine Nazis. Ich kann nur Kevin Russells Stimme nicht ertragen. Und ich glaube, die sind diesen Hass nicht wert. Ja, diesen Fuck Freiwild unterstütze ich nicht. Ich mag die einfach nicht. Ich will die nicht hören, aber die können machen, was sie wollen. Ich glaube, dass der Frontmann von Freiwild okay ist. Ich glaube, der ist okay. Mit denen habe ich mich tatsächlich sehr wenig beschäftigt. Onkels, wie gesagt, finde ich ja echt ganz geil. Also auch nicht alles, aber ich feiere die Mucke schon teilweise. Also gerade die schnellen Lieder gehen schon gut ab. Aber auch die Klassiker, so Türken raus, ist ja auch. Ich glaube, das ist ja, wir können da nachher mal recherchieren. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber ich glaube, recherchiert, dass das Lied tatsächlich ernst gemeint war, aber es war an bestimmte Türken gemeint in ihrer Nachbarschaft, die immer terrorisiert haben, als sie noch Jugendliche waren. Da haben sie dann gesungen, keine Ahnung, habe ich gelesen. Ich habe das auch mal gehört, aber ich kenne dieses Lied offiziell nicht von ihnen. So. Aber egal, da sind wir jetzt hier unrecherchiert, da will ich dann kein Halbwissen verbreiten. Ausnahmsweise mal nicht. Oh, gut. Neue Töne 2019. Ja, hast du noch ein Jahr? Also ein Jahr habe ich noch, was für mich sehr emotional war, 2017.
Das war ja erst vor zwei Jahren, kann man schon sagen. Ja. Das war das Jahr von Frühlingserwachen, als ich mein erstes großes Theaterstück gespielt habe. Und da habe ich so viele tolle Leute kennengelernt. Ich habe ein bisschen singen gelernt und es war für mich eine sehr prägende Zeit. Es war ein schöner Sommer, wir haben ganz viel geprobt, haben viele Aufführungen gemacht. Das hast du ja auch noch gar nicht zur Genüge erwähnt tatsächlich, dass du auch viel Theater machst. Richtig, auch Homo Empathikus nachher noch. Ich muss 18 Uhr im Theater sein, spätestens. Genau, also kommt gerne, dann könnt ihr gar nicht mehr vorbeikommen. Ist zu spät. Zu spät. Tja, habt ihr verkackt. Aber wer dich verfolgt, wird ja auch das mitkriegen. Ihr könnt gerne auf Facebook und Twitter, Instagram gucken bei nach Tino Ranacher und dann könnt ihr meine aktuellen Projekte immer verfolgen. Schön. Gut. Hast du in dem Jahr noch was? Ansonsten Die Homo-Ehe noch. Ganz, die Homo-Ehe. Genau, die kam auch in dem Jahr, wo ich sehr stolz darauf war, dass die Gesetzgebung das endlich geschafft hat, nach so vielen Jahren. Ich habe mich immer geschämt für mein Land sowieso, aber nein, also dafür, dass Männer keine Männer heiraten dürfen und Frauen keine Frauen, fand ich schon sehr, sehr suboptimal. Und das hat zum ersten Mal Gefühle in mir ausgewirkt, dass ich gesagt habe, krass, unser Land ist gar nicht so schlecht. Ich glaube tatsächlich, dass das sehr daher rührt, dass Deutschland schon sehr christlich geprägt ist. Weil wenn man die Heirat als nicht-christliche Institution sieht, da sagt man sich wahrscheinlich eher, ja, what the fuck, ist mir doch scheißegal, kann doch jeder machen, was er will. So. Aber wenn es halt darum geht, oh, der heilige Bund zwischen Mann und Frau, bla bla, dann dauert das vielleicht eine Weile länger, um sowas. Ja, gerade weil die Kirche ja immer Sachen blockiert hat, wie die Gleichberechtigung der Frauen, Frauenwahlrecht und Pressefreiheit, da hat ja die Kirche immer angekämpft dagegen. Mhm. Darum finde ich dieses christliche Prägende als geltendes Argument für solche Geschichten. Ich persönlich, ist meine Meinung. Ich habe meine Meinung, deine Fakten sind mir egal. Richtig, ne? Du hast deine Fakten, ich habe meine Meinung. Gut, dann habe ich noch 2008, das würde ich nochmal erwähnen, da war bei mir am meisten los, denn 2008 war ich gleich auf 3 Konzerten von Jennifer Rostock, habe ich 2008 richtig hart gefeiert, das erste Album, die sind meiner Meinung nach nie wieder an diese Genialität des ersten Albums, das war noch richtig schön rau und ungeschliffen, genau so. Ja. Fand ich richtig geil, wie gesagt, 3 Konzerte, einmal in Jena im F-Haus, was übelst die ranzige Buchte ist, also Konzerte gehen, aber wenn da Party ist, der Sound ist ja übelst unangenehm. Ich glaube, von Jena F-Haus werden wir jetzt nicht mehr gesponsert hier im Podcast. Tut mir leid. Nein, ich war letztes Jahr bei Radio Havanna. Das war ein guter Sound. Der war okay. Okay, na gut. Dann waren wir noch in Bad Salzungen, glaube ich. Die heißen ja eh alle gleich, diese Nester, diese Heilorte. Bad Langensalza, Bad Salzungen. Ja. Das war auch noch ein geiles Konzert. Und dazu kam, dass wir 8 Stunden zu früh da waren. Und in dieser Stadt grob verschätzt. Ja, grob daneben. Naja, meine Oma musste mich da halt abliefern oder uns da abliefern, weil sie dann weiter musste. Es ging nicht anders. Und dann waren wir da 8 Stunden in so einem Kacknest, wo es nichts weiter gibt, außer so irgendwelche Heilorte und irgendwelche Praxen und irgendwelche Kliniken. Vielleicht. Sowas, all das. Und gefühlt war diese Stadt komplett tot. Wir haben fast keine Leute gesehen. Das war dann auch das Geile, weil wir waren in diesen ganzen Einrichtungen drin, sind wirklich in jedes Zimmer quasi reingekommen, ohne dass es irgendjemand gejuckt hat. Wir haben fast niemanden gesehen. Waren dann zum Beispiel in solchen Übungsräumen, wo dann so ganz viele Bälle und so waren, haben diese kompletten Bälle da durch die ganze Gebäude geschossen. Keinen hat es gejuckt. Also es war großartig. Das auf jeden Fall, da war eigentlich das mehr Highlight als das Konzert. Ich hätte da wahrscheinlich den Rostocks aufgelauert und da gewartet, bis die kommen. Vielleicht, ja, aber ja, wie gesagt. Aber die werden ja auch nicht 8 Stunden vorher da auftauchen. Erst recht nicht in Bad Salzungen. Nee. Ich glaube, da taucht keiner mehr auf. Egal. Dann war noch die MTV Campus Invasion, wo tatsächlich dann auch wieder Jennifer Rostock war. Da warst du? Da war ich. In Jena war das auch. Mhm. Das war quasi das 4. Konzert, aber es war ja nicht nur die, da waren ja auch noch andere. Ich weiß es gerade gar nicht, wer da noch war. Und da habe ich ein T-Shirt, was ich vorher im F-Haus mir geholt habe. Und auf jedem Konzert, und da war ich noch auf anderen Konzerten, hatte ich immer an, war schon richtig räudig, das Ding, erst recht nach den Konzerten auf der Campus-Invasion. Und das habe ich dann, während Joko und Klaas Jennifer Rostock interviewt haben, habe ich das dem Keyboarder an den Kopf geworfen. Die waren auf diesem, kennst du vielleicht, dieser Bus, Doppeldeckerbus, den die damals rumgefahren. Und dann habe ich das im Interview eben vor den Kopf geworfen und habe es auch wiederbekommen. Das ist schön. Ich habe das Ding bis heute noch, es ist völlig zerranzt. Es war ziemlich witzig. Gibt es eine Aufnahme von? Es gab eine Aufnahme von, aber es ist halt jetzt 10 Jahre her. Ich weiß nicht, ob man die noch findet. Aber ich habe es auf jeden Fall dann. Aber eine sehr gute Band. Ich habe die auch insgesamt schon bestimmt 5-mal live gesehen auf verschiedenen Festivals und war auch mal zum Konzert von denen.
Und ich habe die getroffen zufällig mal, aber nur von Weitem. Mhm. Ich war im Tonstudio in Berlin, habe da mich mit einer anderen Band getroffen und da kam mir Jennifer Rostock entgegen. Die kam gerade die Tür raus, als ich reinkam und haben ihr Auto eingeladen. Und ich wollte sie erst ansprechen, aber ich habe mich nicht getraut. Hallo. Die haben genickt und sind dann vorbeigelaufen an mir. Ja, aber ich muss sagen, die letzten Jahre habe ich es auf jeden Fall weniger gefeiert. Wie gesagt, das erste Album rauf und runter gehört. Die Texte sind gut geblieben, finde ich, aber die Musik ist halt so, naja, ja, und ist austauschbar geworden. Ich muss auch sagen, dieses Ganze, es ist natürlich für mich auch ein ausgelutschtes Thema, mein Penis und der Feminismus. Das war gerade mehr als perfekt, dieses ganze Statement. Nee, und es fühlt sich da teilweise irgendwie etwas unorganisch an, als wäre es irgendwie so aufgepfropft, weil sie beschäftigt sich ja schon sehr damit in letzter Zeit oder in den letzten Jahren. Und es fühlt sich da irgendwie nicht an, als hätte sich das organisch ergeben, sondern es ist ja auch völlig okay, dass man sich immer weiterentwickeln will und neue Impulse und so. Und es hat sich irgendwie für mich nicht angefühlt, als ergibt das Sinn, was da gerade passiert. Mhm. Aber ich bin natürlich auch voll dafür. Also, was ich erlebt habe, gerade bei dem Konzert, da waren richtig wilde hier in Bad Salzungen. Da war erst so eine Punkerin, die eine andere da erwürgen wollte auf dem Konzert. Und dann auf der Bühne, und das ist ja, deswegen ist das ihre Entwicklung wahrscheinlich auch so, wie sie jetzt ist. Sie hat 2008 auf die Bühne gerotzt und dann kam einer, hat das aufgeleckt. So. Und nur solche Sachen. Und dann, sie, würde ich jetzt immer, als Bestätigung ansehen. Ja. Wenn man in dieser Position ist, aber egal, ist ja schon wieder viel zu lange. Ich habe eine lustige Story gehört von Jennifer Rostock, dass sie sind ja schon ewig lang getourt. Ja. Und sie müssen sich vor jedem Konzert so vollgeballert haben. Und irgendwann hat wohl der Schlagzeuger oder Gitarrist oder Bassist keinen Bock zu saufen und hat nüchtern gespielt. Hat dann gemerkt, wie schlecht die eigentlich sind. Hat dann, dann die anderen gefragt, sag mal, spielen wir eigentlich immer so schlecht? Und dann haben die angefangen, professionell zu werden. Oha. Die müssen das erste Jahr nur besoffen gespielt haben. Ja, geil. Vielleicht hat es mir deswegen so gut gefallen. Bestimmt. Naja gut, ich hack's noch schnell ab, was 2008 war, dann kommen wir zu unserem großen Thema, nämlich die Zukunft. Ich habe außerdem, ich war in der 10. Klasse, wenn ich mich nicht täusche, eigentlich müsste ich, wir hatten dann nämlich Abschlussfeier, was richtig gut war, und Klassenfahrt nach Rostock auch nochmal. Abschlussfeier war nämlich richtig reckless Zerstörung. Ich sag nicht, wer das war, aber es gab so eine Klasse, die Richtung Mellingen raus bei Taubach gezeltet hat, und am nächsten Morgen war überall, da war so eine Schneise der Verwüstung von Taubach nach Mellingen. Ja. Ich war tatsächlich nicht Hauptgrund dafür, aber vielleicht kann es sein... Das waren die anderen bestimmt. Ja, es waren wahrscheinlich die anderen. Mhm. Aber ich fand das eigentlich nochmal geil so als Abschluss, weil wir wirklich so eine richtige Chaosklasse waren, die aber trotzdem irgendwie zusammengehalten hat. Mhm. Und trotzdem auch gar nicht so asozial war, wie man das jetzt vielleicht im ersten Moment denken könnte. Wir hatten zum Beispiel einen Lehrer, den haben wir immer richtig hart gepiesackt, so, weil er halt einfach dumm war. Gut, es waren auch ein paar sinnlose Sachen da. Er war der erste Lehrer, der so Halterungen für die Kreide hat, damit er die Kreide nicht mit bloßen Händen anfassen. Ah, so, ja, Stifte. Kenn ich. Und dann wird er natürlich sofort dafür gemobbt. Ja, ja. So. Selber schuld. Aber er war auch sonst halt ein sehr inkompetenter Lehrer. Dann kam aber seine Stunde, wo er geprüft wurde. So, also er war Referendar vorher. Ach so. Ja. Genau. Und da waren wir die liebste Klasse, die man sich vorstellen kann. So. Also wir konnten es auch. Ja. Wir wussten auch, okay, das wäre jetzt zu asozial, ihn jetzt hier auflaufen zu lassen. So, und dann zack. Das hat euch von uns unterschieden. Ja? Ja. Wir haben dafür gesorgt, also meine Klasse hat dafür gesorgt, dass wir einmal den Schulpreis nicht gewonnen haben, weil die Jury-Tante ist dann zu uns in die Klasse gekommen, als wir Englisch hatten. Da war total Eskalation. Und dann aufgrund dieser Stunde gab es diesen Schulpreis nicht für meine Schule. Und ein anderes Mal haben wir eine Referendarin während ihrer Prüfung, wir wussten, dass sie Prüfung hatte. Also ich war ja immer einer, der ruhig war, habe mich ja immer nicht interessiert dafür. Aber als dann ein Prüfer, das drinnen saßen, war auch völlige Eskalation, die haben mit Sachen rumgeworfen, die haben die Lehrerin beleidigt und sind rumgesprungen, Stühle umgeworfen und das war unsere Klasse. Sehr sympathisch. Ja, wollte ich gerade sagen, klingt sehr sympathisch. Naja gut, das auf jeden Fall. Ganz kurz noch, das letzte Konzert war dann am 5. Dezember schön, jetzt genau zehn Jahre her. Und da waren wir nämlich auch nochmal auf einem Jennifer Rostock Konzert, das war das letzte, da waren wir dann schon zu 12. Ich habe tatsächlich sehr viele Leute damit angesteckt und habe gesagt, ey komm, wir sind in Erfurt, geh mal hin, so Club Zentrum gibt's jetzt schon gar nicht mehr. Und wir hatten alle weiße T-Shirts an. Das ist richtig geil, weil auf so krassen Konzerten, wenn alle immer, die hatten ja auch damals schon echt breite Kerle da tatsächlich und nicht nur kleine Teenies, die kamen dann erst durch die Twilight-Kooperation. Und da ist es echt witzig, wenn da alle schwarz angezogen sind. Wollte ich gerade sagen. Hast du so eine Gruppe von weißen T-Shirts. Kann ich nur empfehlen, tatsächlich.
Gut. Das, was uns auch verbindet, ist, dass ich auch der Jennifer Rostock Trendsetter auf meiner Schule war. Ja? Ich war der, der Kopf oder Zahl gehört hat bei TV Total. Ist ein Hit, ja. Und dann habe ich, war ich der Erste, der die kannte und habe dann per Bluetooth allen Leuten das geschickt. Geil. Also als Sicherheitskopie natürlich. Ich bin tatsächlich auch durch den Bundeswischen Song Contest auf die aufmerksam geworden. Kopf oder Zahl fand ich richtig gut. Haben wir, glaube ich, nur den 5. Platz oder so belegt damals. Und irgendwie kurz vorher waren die auf dem Highfield Festival. Da haben die mittags gespielt. Da habe ich die auch gesehen. Und da es waren 10 Leute vor der Bühne. Das habe ich, warte mal, 2008 auch? Kann sein. Ja, da war ich nämlich auch beim Highfield bei Jennifer Rostock. Ja, lustig, zur Mittagszeit. Ne? Da war ich sogar auf 5, das habe ich völlig vergessen. Ja. Ich war 2008 auch auf dem Highfield. Da haben wir uns vielleicht sogar gesehen. Ja, Alter, das habe ich völlig verrafft. Natürlich, 2008 Highfield, da habe ich auch die Blood Red Shoes kennengelernt. Da habe ich extra Serge Tankian von System of a Down, den habe ich ausfallen lassen, um mir die Blood Red Shoes anzugucken. Bis heute meine Favoritenband auf jeden Fall. Ja. Und ja, krass, das war auch 2008. Schön, dass wir dann beide da vorne standen. Waren wirklich, die haben Sonntag um 10, glaube ich, genau. Oder um 12 irgendwie mittags rum gespielt. Ja. Keine Sau war da so gefühlt. Waren natürlich irgendwie 50 Leute oder so, waren es wahrscheinlich, aber keiner im Grunde. Ja, geil. Ja. Schön. Gut, haken wir das ab. Ich habe hier noch trotzdem 2011 noch stehen, war auch schön. Da waren wir in Berlin, hatten den Skyrim-Hit und so. Bla. Und natürlich waren die letzten Jahre auch sehr geil. Aber machen wir nicht zu lange jetzt in der Vergangenheit. Man will ja nicht in der Vergangenheit leben, sondern auch eigentlich will man auch nicht in der Zukunft leben, nein, sondern im Hier und Jetzt. Aber egal, wir reden trotzdem mal über die Zukunft. Weil was wird in 2019 passieren, deiner Meinung nach? Wir haben letztes Mal schon angesprochen, die Menschen, die über die Planke springen werden. Ja. Ich dachte zuerst an Roberto Blanco, ja, dass der dieses Jahr nicht mehr durchrushen wird. Dann, glaube ich, gibt es ein Comeback von Lady Gaga. Oha. Ist die weg gerade? Die ist gerade voll weg, ja. Die macht gerade Filme. Ja, eben. Vor allem. Aber dadurch müsste sie ja trotzdem im Gespräch sein. Ich habe den Film sogar nicht gesehen. Golden Globes. Nee, was war das jetzt gerade? Golden Globes, was gerade war? Hat sie nicht bekommen. Wo alle geschockt waren. Alle dachten, ja, das kriegt die sowieso. Hat sie nicht bekommen. Hm. Das heißt, ihre Schauspielkarriere bröckelt. Aber sie ist eine von. Ja, nee, man muss sie schlecht mitnehmen, sonst hat man die guten nicht verdient. Aber jetzt ist die Luft auch schon raus. Ich wollte irgendwas mit. Sie hat ja so extravagante Kostüme an und dann sind ihre Globes golden. Ach so. Aber hat sich nicht ergeben. Ist egal, macht der weiter. Gedanke zählt. Ja. Dann den Trend des Jahres, habe ich schon mal beschlossen, ist die Eye-Hole-Challenge, dass man sich einen Löffel nimmt und den sich in die Augenhöhlen quasi einführt und guckt, wie weit man kommt. Ja, sag mal, ist dir das auch mal zugespielt worden? Da gab es so ein Video damals von so einer Asiatin, die sich so mit einem Löffel und einer Gabel das Auge so rausholt. Ich glaube, es war Fake, aber das ist damals was uns bei Bluetooth hin und her gesendet wurde. Ah, nee, aber ich glaube das wird kommen dieses Jahr. Das wird cool. Ja? Ja. Ich denke auch. Also es klingt vielversprechend. Vielleicht ist es einfach ein Video, was mir wieder ausgegraben wird und daraufhin auch anknüpfend an meinen viralen Hitler, den ich nämlich vergeben möchte. Bitte, bitte. Dann wird sich das ja verbreiten wie so ein Lauffeuer. Die Birdbox-Challenge zum Beispiel. Hast du davon gehört? Wo sich die Augen verbunden haben? Genau. Ja. Das ist ja quasi dann der Nachfolgeschritt. Erst holst du das Auge raus, dann verbindest du dir das. Aber das ist ja auch so eine Sache, die aus dem Nichts kam und plötzlich hat das jeder gemacht. Und ich habe den Film jetzt nämlich vor ein paar Tagen geguckt. Ist tatsächlich nicht der Rede wert. Mit Sandra Bullock, ne? Ja. Mhm. Gebürtige Deutsche, soweit ich weiß. Auf jeden Fall spricht sie fließend Deutsch. Ah. Mhm. Ist ja wichtig, wie die Leute, die bei Katastrophen sterben, dass da Deutsche dabei sind. Es waren 6 Tote dabei, ja. Ja, 6 Deutsche. Meine ich ja. Und ich habe mir den Film angeguckt und werde auch ein Video dazu machen. Und ich hoffe, Leute, meine Prophezeiung für dieses Jahr, macht mal, dass das wahr wird, dass dieser Hype noch so einen Monat anhält. Hm. Weil bis ich das Video fertig geschnitten habe, dauert es noch 2 Wochen, glaube ich. Ich bin ja nicht am PC jetzt die nächste Zeit. Aber was tun die denn genau? Die verbinden sich die Augen. Was machen sie dann? Rumlaufen. Fertig. Ja. Ah. Ja, also der Witz ist, haha, ich sehe nichts. Blinde Kuh. Also ich bin blinde Kuh in der Öffentlichkeit. Blinde Kuh reloaded, genau. Also es gibt noch ein paar andere Sachen aus dem Film, die man geil verarschen kann, deswegen habe ich Lust, da ein Video zu machen. Wie heißt der Film? Blinde Kuh oder? Birdbox. Ach, der heißt so. Ja. Vogelbox. Wie heißt das? Das wäre irgendwie ein Wortspiel. Heißt ja nicht Vogelkäfig. Wie heißt denn so ein Ding, was man draußen hinstellt für die Vögel? Vogelbox. Birdbox heißt das, glaube ich. Da gibt es auch ein deutsches Wort, oder? Vogelkasten? Vogelhäuschen? Vogelhäuschen, genau. Ja. Oh, sind wir eloquent. Also der virale Hitler der Woche ist also die Birdbox-Challenge. Ja, und ich möchte auch, dass der virale Hitler noch ein paar Wochen anhält. Also Leute, sorgt bitte dafür. Das ist demzufolge auch gleich man muss ja positiv denken, meine Prophezeiung. Birdbox-Challenge hält noch 2-3 Wochen an. Aber ist der auch gültig für Menschen, die blind sind?
Da müsste ich jetzt den Film vielleicht ein bisschen spoilern. Das wollen wir ja nicht. Spoilern ist verpönt. Gut, was könnte sonst noch passieren? Ein kleiner Gag noch. Ich kenne einen blinden Pianisten, einen Freund von mir, den ich jetzt gerade grüße. Hebst du die Hand hoch? Ja, jetzt sieht es gerade nicht, weil dem Mikrofon, aber ja. Hi. Und wir waren mal auf einem Konzert zusammen. Also er hat gespielt und ich auch. Und da habe ich aus Spaß gesagt, ach, du bist also Pianist, du weißt ja nicht mal, wie ein Klavier aussieht. Lustig, lustig, ja. Doch, und dann hat er... Er hat gelacht, er hat viel Humor, ja. Okay, gut. Ja, nee, geiler Typ. Dann kann ich das sagen, das ist wie bei wir Krüppel to go, sowas feiere ich immer. Ja, guter Gag. Props gehen raus an 9 von 10. Ja, danke. 9 von 10. Gut, also... Leute, die sterben, habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht. Aber ich denke mal, die Queen wird es sein, weil die hat ja den 5. überlebt. Es wird Zeit langsam. Ja. Also der kann sich ja nicht so sehr geirrt haben. Vielleicht hat er sich im Jahr geirrt. Um ein Jahr vielleicht, maximal. Das kann natürlich sein. Und sonst, ich bin echt gespannt, was diese ganze Trump-Sache angeht. Da gab es ja jetzt auch, ich weiß gar nicht, ob das jetzt immer noch ist. Es gibt ja diesen Government-Shutdown. Genau, den gibt es noch. Ist immer noch, ja. Habe ich jetzt nämlich 2-3 Tage nichts von gehört. Deswegen glaube ich auch, dass die Mauer kommen wird. Ja. Aber die wird nicht lange halten, denn ich denke, dass Hasselhoff sofort an die Mauer treten wird und wird sie umsingen. Das stimmt. Der wird noch beim Bau wahrscheinlich. Ich denke auch. Die ziehen die Mauer hoch, während er draufsteht. Da darf nur er nicht sterben. Ja. Wäre auch mein Geheimtipp, Hasselhoff, dass er auch stirbt. Das ist dein Geheimtipp. Weil das keiner erwartet. Also ich mache jetzt wirklich mal eine Prognose und sage, der gute Ian McKellen stirbt. Das ist Gandalf. Ah, ja. Ja, du kennst dich da ja nicht aus, oder? Nee, bei Harry Potter kanntest du dich nicht aus, oder? Ein bisschen, aber. Mit alten Leuten, du hast es immer mal verwechselt. Mhm. Der ist tatsächlich auch ganz schön alt. Mhm. Ich gönn's ihm nicht, ja. Aber ich glaube, wenn ich jetzt mal meinen Finger drauf tun müsste. Ich gönn ihm nicht mal den Tod. Ja. Das wäre so mein, weil das ist jetzt die eine Person, von der ich denke, Alter, der ist doch auch schon alt, so. Und der sieht jetzt schon ein paar Jahre aus wie, ich habe keinen Bock mehr, ehrlich gesagt. Ich dachte auch, dass das... Lag vielleicht auch am Hobbit. Dass der auch Dumbledore gespielt hat, dachte ich dann später. Mhm. Aber es ist ein ganz anderer Schauspieler, ne? Zwei andere tatsächlich. Ja, der erste ist schon gestorben. Ja. Der war schon eher, ja. Gut, aber reden wir nicht über Mord und Totschlag. Nur einmal noch ganz kurz, noch ein bisschen. Doch, ich glaube, okay. Das sind die Landtagswahlen dieses Jahr. Und ich glaube, dass Bernd Höcke tatsächlich die Wahl gewinnen wird. Mhm. Er wird mit der CDU wahrscheinlich koalieren, traue ich denen zu. Dann wird er Ministerpräsident werden, Bernd Höcke. Aha. Wird aber schon nach kurzer Zeit einen Aktenkoffer unter seinem Schreibtisch finden und dann das Zeitliche segnen. Oha. Wie ist es denn das bei Bernd Höcke? Björn, Bernd. Bernd heißt er. Björn, Bernd. Bernd. Gut, du bist bei Bernd, alles klar. Da frage ich dich, findest du denn so Sprüche lustig wie Erfurt ist schön, schön deutsch? Erfurt ist schön deutsch. Und schön deutsch soll das auch bleiben. Ist er blind? Es gibt doch Ausländer in Erfurt. Ich sehe ständig am Anger viele Ausländer rum. Ich glaube, dass er auch Der die Birdbox-Challenge ausübt seit Jahren. Das kann sein. Ja, aber kannst du über sowas lachen? Oder ist das auch sowas, wo du sagst, Nee, da fand ich, wie gesagt, die NPD viel kreativer mit mehr Geld für Oma statt für Sinti und Roma. Ich finde die Sprüche der AfD nicht so originell tatsächlich. Da waren die Nazis früher ein bisschen... kreativer. Ich verstehe. Aber es gibt einen lustigen Gag von ihm. Die Parteien machen ja auch immer den politischen Aschermittwoch, wo sie dann quasi lustige Reden halten. Und die AfD hat das auch gemacht. Und die hatten dann auch so eine Kapelle im Hintergrund stehen, die dann gemacht haben, bei allen Gags. Ah, ja. Und dann gibt es diesen Ausschnitt, wo Höcke halt aber ausbricht und halt ernsthaft wird und sagt, die AfD ist eine Partei, die 40% aus dem Stand holen wird. Sehr lustig. Ja, 40% aus dem Stand waren es dann nicht ganz. Nicht ganz, aber es waren 28%. Ist ja, ja. Okay, also siehst du das schon ähnlich, aber nicht ganz so wie ich. Es ist nicht lustig. Es ist nicht lustig. Nee. Auch nicht in einem Vakuum betrachtet. Na, es kommt vor dem Hintergrund an. Ich finde es von Höcke selber schon irgendwie ironisch, irgendwie, aber es ist einfach nicht originell. Okay. Na gut, ist ja legitim. Ich finde es ja jetzt auch nicht mein Comedian Number One, den ich frequentiere. Ich sag nur, dass ich, weißt du, ich sag nicht, skandalös, was der da sagt, sondern ich denke so, Es ist einfach dumm. Mehr ist es nicht. Okay. Nun gut, dann
Noch was Politisches oder was hast du da aufgeschrieben? Nee, politisch habe ich nichts mehr auf dem Zettel hier stehen. Ansonsten können wir ja kurz vielleicht über YouTube philosophieren. Ja, bitte. Vielleicht ein bisschen raus, da würde mich erst recht deine Meinung interessieren. Ich bin ja voll drin im Game und bin vielleicht arbeitsblind, ganz einfach. Mhm. Ja, betriebsblind. Gibt es das Wort arbeitsblind? Jetzt habe ich es erfunden. Jetzt schon, ja. Melancholie. Will ich nur noch mal einwerfen. genau. Was könnte denn dieses Jahr passieren? Wir haben ja jetzt, das Jahr ist 10 Tage alt und wir haben schon reichlich Skandale gehabt. Ja? Mhm. Wir haben das Gamble, wir haben es ja hier behandelt. Mhm. Wir haben jetzt Simon Desio gehabt. Da muss definitiv noch einer mehr gehen. So. Mhm. Aber was könnte dieses Jahr passieren? So. Du meinst Richtung Suicide Forest, schon was Krasses? Ja, schon irgendwie, vielleicht auch diese Yo-Olli-Situation, vielleicht spitzt die sich noch ein bisschen zu, wobei ich tatsächlich da gar nicht ausschließe, dass er das von sich aus alles selbst inszeniert, weil er weiß, dass Skandale natürlich immer ziehen, dass er nie irgendwas mit Minderjährigen zu tun hat, aber es gibt halt so einen 15-Jährigen oder so, auch ich glaube türkischstammigen oder so, der gesagt hat, der wollte mit mir Sex haben und so und hat so ein Video gemacht. Vielleicht hat ja Yo-Olli solche Leute explizit engagiert, sag ich mal. Das wäre richtiger Twist, du. Das wäre ein Twist. Das ist meine Prophezeiung jetzt einfach mal. Your bold statement, ja. Ich sage jetzt einfach mal, es ist alles inszeniert. Oder er sagt auch nur, es ist alles inszeniert. Wie die Beziehung von Bibi und Julienko. Das sagst du? Ist auch inszeniert. Ich glaube, das Coming Out kommt dieses Jahr. Das kann natürlich sein. Dass jetzt, wo das Kind frisch da ist, da wird es natürlich sehr stressig. Und da wird eine Beziehung erst recht strapaziert, wenn sie schon vorbei ist. Richtig. Und das kann schon sein, dass sie wirklich, das sagen ja viele, dass sie seit Jahren nur wegen YouTube noch zusammen sind. Mhm. Es zieht halt Klicks. Das kann schon sein, du. Naja. Dann ich dachte ja, das wären irgendwie beste Freunde anfangs, als ich ihre ersten Videos gesehen habe. Mhm. Dachte ich ja, das ist da voller Schwuli. Und dann kam auf einmal, oh, wir sind zusammen, wir sind verlobt. Oder keine Ahnung, nee, ich bin schwanger. Weiß nicht, was da kam. Nee, wir ziehen zusammen oder sowas kam dann. Und dann, krass. Ja. Ich möchte hier noch ein anderes Ding raushauen. Das ist vielleicht mehr Wunschdenken als alles andere. Vielleicht hast du von dem schon mal was gehört. Ich prognostiziere das Revival von Videoamt. Kennst du Videoamt? Ja, ja. Ganz, ganz alte Sache. Ja, ja. Das war einer auch der ersten damals, der Simon Desue schon mit Skandalen dabei gewesen. 1000 Euro und Xbox und bla, was es da gab. Und ich bin hier jetzt raus. Genau der. Ja, genau. Genau der. Den vermisse ich nämlich so ein bisschen. Das ist vielleicht ein bisschen Wunschdenken von mir. Aber vielleicht hört er das ja auch und denkt sich, ja, na, wenn der Reuben Nostabimus sagt, er vermisst mich, da komme ich mal wieder. Warum ist er gegangen? Gab es da einen Grund für? Also, aber es gab einen, ich weiß. Es gab reichhaltig Gründe. Er wurde ja auch immer mal wieder gesperrt und geflaggt und Strikes bekommen und so. Dazu kommt natürlich auch, dass er einfach ein Kind gekriegt hat und dann noch eins. Mhm. Soweit ich weiß, mit einer anderen YouTuberin, Diamond of Tears. Die, glaube ich, auch noch aktiv Videos macht, ihn sieht man halt gar nicht mehr. Er hat eine Zeit lang noch getwittert, sonst nichts anderes. Und jetzt ist er halt mittlerweile komplett von der Bildschirmfläche verschwunden. Mhm. Und da wünsche ich mir eine Besserung für das Jahr 2019. Also ein großes YouTube-Comeback für mich wäre Katzenjens. Alter, Katzenjens. Kennst du Katzenjens? Ja, den kenne ich auch noch. Willst du mich verarschen? Der hat 1000 Abonnenten oder so. Aber als der weg war, war ich echt traurig. Ja? Der war so cool, so lässig. Hat nicht nur über Katzen gesprochen, auch über aktuelle Sachen und über... was war das denn? Über Rechtliches auch tatsächlich. Der war quasi der Christian Solmecke, der 2008er oder wann das war. Das ist sehr lange her. Katzenjens, Alter, das waren damals so Leute, das war so ein eingeschworener Kreis, in dem ich halt noch nicht drin war, weil ich war halt noch nicht relevant genug und heute nicht mehr relevant genug. Katzenjens und Kleines Mariechen, die ich auch schon erwähnt hatte, die war auch da mit drin und Mauer und Kraut, Jagdwurstmadel, das waren alles so, die haben sich auch auf den Treffen immer getroffen, haben mich nicht mit eingeladen, die Assis, deswegen, ja, ich nehme es euch nicht übel, ist okay. Und Katzenjens war da auch mit dabei und Voodoo-Panz, kennst du vielleicht auch noch, der twittert auch heutzutage noch, so diese ganzen alten Leute, vielleicht gibt es da einfach ein Comeback. Wenn Videoamt wiederkommt, kommen die alle wieder an. Ich denke auch, wenn einer anfängt, dann kommen sie alle wieder. Es ist halt diese YouTube-Verdrossenheit, wir müssen vielleicht nochmal auf die Uhr gucken. Mhm. Diese YouTube-Verdrossenheit, das ist ja so ein Teufelskreis, ne? So, wenn man sagt, oh, hier alle gehen von YouTube, und weil YouTube ist so doof, und deswegen gehen immer mehr von YouTube. Aber wohin gehen die denn? Ja, sie hören einfach auf, ne? Mhm. Man kann ja trotzdem, auch wenn die Plattform scheiße ist, es ändert ja nichts daran, wie du deine Videos machst. So. Zu Twitch gehen viele. Zum Beispiel. Ja. Kommt bei Twitch vorbei, 20 Uhr, Mittwoch, bin ich immer live, Montag auch, manchmal.
Und ja. Was mir noch einfiel, ich saß mal neben Lena Vanille, oder wie die heißt. Ja. Die muss aber auch ganz berühmt sein. Mhm. Und da war ich, hing ich mit Corona und so rum zur Buchmesse. Ja. Und da waren alles so eine Gruppe YouTuber und ich mittendrin. Und ich wusste halt nicht, wer das alles war. Und da habe ich mich mit so Mädchen unterhalten und so. Und dann hat sie mich gefragt, warum ich keine Videos mache. Ich wäre ja auch, wäre auch lustig. Habe ich gesagt, ich habe dafür keine, nicht die Technik, ich habe keine vernünftige Kamera und auch keine Zeit dafür. Und haben uns gesagt, total gut unterhalten. Dann kam ich nach Hause und sehe dann auf so einem Gruppenbild, wer verlinkt war, da sehe ich dann Lena Vanille und irgendwie eine Million Abonnenten oder so. Mhm. Und dachte, krass, ja. Eine Berühmtheit. Aber was die macht, weiß ich bis heute nicht genau. Ich weiß es auch nicht, aber ich weiß... Wofür die berühmt ist zumindest. Na, also ich glaube, die war mal mit Simon Unge zusammen oder hat zumindest mal mit ihm Videos gemacht oder so. Dann ist sie erst richtig durchgestartet, soweit ich weiß, Halbwissen, liebe Leute. Und ich habe die auch getroffen, wusste auch nicht, wer die ist. Und dann wir haben ein Treffen in Köln gemacht zur Gamescom. Und dann hat einer von unseren Leuten, die wegen uns da waren, haben gesagt, ey, da drüben ist doch Lena Vanille. Ich so, wer? Und dann bin ich einfach hingegangen mit Kamera, ist auch in irgendeinem Gamescom-Video drin, ich glaube 14. Hm. Ich dann hingehe und sage, ey, krieg ich ein Autogramm? Und dann halt so übelst nervös zittere. So, oh, sie ist so bekannt, ich wusste halt nicht, wer sie ist. Und dann währenddessen unterschreibt sie halt so richtig scheiße. Ja. Ich glaube, auf einer Saftflasche oder so, das war richtig schlecht. Also das war mein Event mit Lena Vanille. Aber sie wurde auch gar nicht irgendwie angesprochen auf der Buchmesse. Es waren alle nur so auf Corona geeicht und sie wurde gar nicht beachtet. Sie saß immer an dem Handy und hat halt so betrüppelt geguckt, dass keiner sie anspricht. Ja, gut. Noch eine Prognose für 2019. Es wird vorbeigehen. Das ist gewagt. Hm. Vielleicht passiert noch was Großes Weltpolitisches. Es ist ja tatsächlich in den letzten Monaten auch relativ viel passiert, was Umweltschutz anging. Dass wirklich doch einige Länder jetzt gesagt haben, ja, hier China zum Beispiel hat auch sehr viel gemacht, wo man eigentlich sagt, China gibt da einen Fick drauf. Wir können die Luft schneiden bei uns, völlig egal. Aber tatsächlich hat China auch da jetzt viel gemacht und sich Ziele gesetzt und auch schon eingehalten und so. Außer natürlich Trump. Trump stellt sich quer. Ich finde es jetzt auch immer witzig zu beobachten, dass Trump immer in einem Atemzug mit Russland oder Saudi-Arabien erwähnt wird oder beziehungsweise die USA. Ja, ich muss auch schon viel Kritik einstecken, weil ich manchmal Trump und Hitler verglichen habe. Sag mal, bist du bescheuert? Du kannst nicht dasselbe hier nochmal im Podcast sagen. Das hast du in der Hab schon gesagt. Ach, verdammt, sorry, ich wiederhole mich. Die Leute merken, dass wir jetzt schon nichts mehr zu reden haben. so ein Gag kann man ja mal machen. So. Aber ich finde es halt wirklich interessant, weil Saudi-Arabien und Amerika, so vom Gefühl, sind die sehr gegensätzlich, aber jetzt sind sie Best Friends sozusagen. Und Saudi-Arabien war übrigens, das habe ich vergessen zu erwähnen, die in Thailand zwischengelandete und flüchten wollte. Das war okay, das verstehe ich. Die kam ursprünglich aus Saudi-Arabien. Das verstehe ich, da wirst du ja gleich geköpft und gehängt und zersägt. Nacheinander, ja. Ja. Die zerhäckseln dich in mehrere Teile, die vierteilen dich in sechs Teile rein. Ja. Dann erhängen die dich. Da wirst du noch gekitzelt. Ja, richtig unangenehm. Ja. Also an ihrer Stelle würde ich da auch lieber in Thailand mit den Gmails abhängen. Geil. Nee, Thailand muss ich aber auch nochmal. Scheint echt ein ganz schönes Örtchen zu sein. Gut, 2019, ich mache noch eine Prognose für YouTube. Es wird noch einen großen Skandal geben. Und zwar aus der Richtung von Leon Mascher. Vielleicht auch ApoRed, weil um diese Leute ist es sehr still. Sehr ruhig gerade, ja. Sehr still, ne? Auffallend. Auffallend. Die planen was Großes. Er hängt ja gerade hier neben dir. Stimmt, der hängt ja schon ein paar Jahre rum jetzt mittlerweile, der gute Leon. Und ich glaube wirklich, irgendwas passiert da. Er hat ja so ein halbes Jahr Verbot bekommen, jetzt vor ein, zwei Monaten Pranks zu machen. Und ich glaube, wenn diese Frist abgelaufen ist... Hat ein Verbot bekommen dafür? Ja, er darf keine Pranks hochladen. Muss er unterschreiben bei der Polizei. Unter anderem mit Strafezahlen noch dazu, aber das wurde ihm ausgesprochen, keine Pranks. Das wusste ich nicht. Ja, und wenn diese Frist abgelaufen ist, ich glaube, da platzt eine Bombe. Vielleicht wird er braucht ja auch ein großes Comeback. Die erwarten ja auch viel von ihm. Apropos Bombe platzen, wird es dieses Jahr noch einen großen Anschlag geben, einen Attentat? Oder? Ich glaube nicht in Deutschland, glaube ich nicht. Aber ich denke mal, es wird noch Anschläge auf Politiker geben, beidseitig. Beidseitig. Ich glaube, es werden sowohl Linke als auch Rechte attackiert werden. Deutschland und nicht Deutschland, dachte ich. Ja, nee, also es wird schon innerhalb der Deutschen Anschläge geben, aber ich glaube,
islamistisch wird es dieses Jahr eher still bleiben. Ja? Meine Prognose. Okay. Ich habe auch gestern mit einem Flüchtling gesprochen und der hat auch gesagt... Der hatte gesagt, nee, für dieses Jahr ist nichts geplant. Er sagte, es ist nichts geplant zumindest, also die Agenda ist relativ leer, die müssen umstrukturieren beim IS gerade. Sommerpause auch. Ja, richtig. Und dass es auch in Syrien gerade ruhig wird. Ja? Tatsächlich, ja. Dass er seine Heimat vermisst und dass er überlegt, mal zurückzufliegen. Aber er traut sich noch nicht ganz. Okay. Aber er weiß aus Quellen, dass es gerade ruhiger wird. Okay. Zumindest. Gut. Die Quellen sind ruhig geworden. Deswegen glaube ich, und der IS soll ja auch gerade sehr schwach sein. Ich glaube, das wird, die brauchen noch ein bisschen, sich wieder zu regenerieren. Okay, also das Comeback dann nächstes Jahr erst. Denke ich. Okay. Denke ich frühestens. Okay, gut. Was sagt die Uhrzeit? Ansonsten machen wir dann hier langsam Feierabend. Ich denke... Genau jetzt. Ach, das hast du mir ja gar nicht gesagt. Das ist ja akustisches Signal. Natürlich, deswegen habe ich hab die ganze Zeit hier Angst. Nein. Deswegen habe ich immer geguckt. Aber gut, dann ist es ja umso besser. Es war eine etwas andere Folge, aber ich denke, sie war vielleicht auch ganz gut, so früh am Anfang zu machen, damit auch die Leute, vielleicht uns, vielleicht, also mich kennt man wahrscheinlich auf dem Kanal hier schon relativ gut, aber dich auch noch ein bisschen kennenlernen. Richtig. Das ist ja eine wichtige Voraussetzung für zukünftige Ausgaben, dass die Leute wissen, an was sie hier sind. Richtig. Und ihr dürft diesen Podcast gerne nochmal Ende dieses Jahres hören und gucken, was eingetreten ist und was nicht. Ja. Und wenn Ian McKellen dieses Jahr stirbt und jemand von euch, nee, macht man nicht. Nein. Ich mag den halt wirklich. Also bitte nicht aktiv dafür sorgen, aber ja, das wäre halt auch Beschiss, muss ja, man dazu richtig. Sagen. Ich mag den Typen halt auch eigentlich, ich will es ja wie gesagt nicht, aber das ist, bei ihm habe ich irgendwie so das Gefühl, der hat keinen Bock mehr. Das Einzige, was der hat, ist seine Freundschaft mit Stuart, wie heißt er, Patrick Stewart. Ja. Die sind ja richtige Bros. Aber sonst, ich habe mir Der Hobbit angeguckt und der sieht aus, als hat er keinen Bock mehr. Aber es kann natürlich auch an den Film gelegen haben. Nun gut. Ganz schwer. Dann verabschieden wir uns an dieser Stelle von euch, liebe Leute. Guckt mal in die Beschreibung, vielleicht sind wir mittlerweile bei iTunes oder wie die ganzen anderen Einschlägen. Ja, bei Spotify läuft schon irgendwie holprig, werden wir sehen. Also es sind ganz komische Beschreibungen, aber einfach ignorieren. Je mehr Downloads wir bei Spotify und so kriegen, desto authentischer und autistischer wirken wir auf so der Plattform. Deswegen immer, und immer. Teilen, 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 erzählt all euren Freunden. Ja, genau. Gut, tschüss, ne, Leute? Wiedersehen. Tschüsschen. Musik, oh, das ist laut.